Patch Notes. Diese Patch Notes, meine Freunde, gibt es mal wieder geschnitten, weil Uncut Patch Notes ist was für Noobs. Sind wir Noobs? Manchmal schon, ziemlich oft, aber nicht heute. Heute nicht. Angefangen mit Boxen. Ja, Boxen, ihr habt richtig gehört. Es soll Champion Capsules geben. Ja, Capsules, ihr habt richtig gehört. 4800 blaue Essenz und welche für 3150 blaue Essenz? Blaue Essenz, ja, ihr habt richtig gehört. Und diese Boxen haben einen Champion, der genauso viel wert ist, wie ihr bezahlt quasi. Und ihr kriegt noch sogar on top einfach einen Skin obendrauf. Wenn das nicht geil ist, ich find's geil. Also ich hab schon alles, ich find's jetzt nicht so geil, aber ich freue mich für euch. Ich find's geil. Aatrox. Der wird genervt, der Dude ist nämlich viel zu krass, das heißt, seine Pässe finde ich jetzt deutlich mehr cooler und im Early Game, da müsst ihr jetzt super, super lange drauf warten und auch sein Self-Healing von seiner Ultimate wurde zu Self-Healing gemacht, denn es war vorher gar kein Self-Healing, es war nämlich vorher alles Healing, ja, das heißt, Ultimate an, super viel Heal, es gab so ein Reddit-Video, Maxim hat ja auch so ein Video drüber gemacht, jetzt wird nur noch der Heal von eurer eigenen Heilung verheilt, erhöht. AD Carries kriegen in diesem Patch auch einen riesigen, gewaltigen Buff. Volibear, nicht Volley. Ash Volley hat jetzt eine Sekunde weniger Cooldown und Caitlyn hat 2 mehr D. Das war's auch schon. Irelia. Sorgenkind, super krasses Sorgenkind. Winrate Midlane 45%, Winrate Toplane 46%. Buff oder Nerf? Natürlich Nerf, denn ja, sie ist in guten Händen immer noch einfach zu stark. Sie ist im Prinzip genauso wie Akali. Das ist... Ne, stellt euch mal die Situation vor, ihr habt euren Freund und der geht den Weg, den ihr gehen müsst. Und der Weg, den er geht, ist der Weg zu 40% Winrate. Und ihr wisst, ihr werdet diesen Weg als nächstes gehen. Ist nicht schön? Irelia wird diesen Weg gehen. Ja, also Irelia stirbt nach und nach. Also hat jetzt deutlich mehr Cooldown auf der E, hat auch weniger Range mit der E. Das wird nach und nach immer mehr schmerzen. Ich glaube, sie kann das noch so vielleicht ein bisschen verkraften. Aber irgendwann wird's too much einfach. Ich meine, 45%, das sind... weniger als 46. Karma. Zwischenteaser. Denn es wird neue geile, richtig geile, neue geile Skins geben. Und zwar zum einen der Karma-Skin. Ich liebe ihn. Der wird richtig, richtig geil. Ich liebe ihn. Okay, das ist ein bisschen too much, ich weiß. Aber ich liebe ihn wirklich. Der Skin wird richtig, richtig geil. Und auch Jhin kriegt einen richtig, richtig geilen Skin. Der Shaco-Skin ist okay. Also Jhin-Mains, freut euch auf jeden Fall. Und passend hierzu kriegt nämlich Karma auch Buffs, was ich ziemlich cool finde. Meistens werden die Champs, wenn Skins kommen, genervt irgendwie. Ja, bei Karma so, ihre Q slowt jetzt ein bisschen mehr. Das ist ziemlich nett. Und auch ihre E gibt länger Move ins und kostet weniger Mana. Das ist definitiv nicht verkehrt. Sind jetzt keine mega heftigen Buffs, aber für mich als Karma-Main und Kinoa-Main ist es absolut geil. Also es ist okay geil. Es ist positiv geil, kann man sagen. Lulu. Mehr Schild, weniger Mana. Das Malphite-Rework, was der ein oder andere vielleicht erwartet hat, genauso eben wie das Wukong-Workout. Rework, werden beide nicht kommen. Ja, die werden vertagt, die kommen irgendwann. Allerdings, was kommen wird, ist das Rise Rework, meine Freunde. Es wird nicht die Version sein, die ich euch vorgestellt habe, sondern eine abgeänderte Version. Diese Version hat pro Punkt, den ihr in die Ultimate packt, mehr Damage auf die Q und das böllert halt richtig hart durch. Der Slow auf der W ist trotzdem da, das heißt, ist Cage nicht mehr automatisch, nur noch empowered. Ich würde sagen, wir warten einfach ab und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. An dieser Stelle könnten wir natürlich schon mal spekulieren, wann denn sein nächstes Rework dann kommt. Nautilus verliert etwas Schaden auf seiner Q, im Early Game, im Late Game gleich. Das tut ein bisschen weh, aber eigentlich ist die Nautilus Q ja nur dafür da. Ich meine, klar, es ist cool, wenn du so einen Anker ins Gesicht kriegst und es einfach scheppert. Aber im Prinzip ist sie ja nur dafür da, um zu CC'en, deswegen kann er damit leben. Hauptchamp in diesem Patch und ebenfalls großes Problem, Sorgenkind, Sylas. Sylas, Sylonese, Sylomane, die Syluminaten... Ja, im Prinzip, was bei ihm gemacht wird. Wir haben ja einige Probleme bei ihm. Angefangen mit seiner Passive. Das Ding hat jetzt 2 Aufladungen, was schon mal super cool ist. Es hat allerdings nicht mehr so einen großen Bereich und es macht dann allen anderen Gegnern weniger Schaden. Dafür wurde der Schaden selbst von der Passive ein bisschen ganz minimal angehoben. Also overall wird ein bisschen mehr geböllert. Dafür böllert seine Q jetzt deutlich weniger, muss man sagen. Das heißt, Base Damage runter, Scaling runter, tut auf jeden Fall weh. Hier jetzt geht's los. Seine W, wo ich ja gesagt hätte, das ist ein schwieriges Thema bei Sylas und ist ein schwieriges Thema bei Sylas, wird gebufft. Mehr Healing und mehr Scaling Healing. GG. Und das Ganze wieder nochmal verdoppelte, ja? Das ist ein schwieriges Thema. Sehr, sehr schwieriges Thema. Sané, das Schild kriegt er jetzt nur noch, wenn er einen Gegner mit seiner Kette trifft. Das heißt, bei der zweiten Instanz finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Das ist dann so ein kleiner Faktor, ne? Wenn du die Kette dodgen kannst, kriege ich auch kein Schild. Allerdings, wenn er das Schild dann wirklich bekommt, das Schild wurde gebufft, hat besseres Scaling und deutlich höheren Wert. Also, GG. Cooldown wurde ein bisschen angehoben, aber trotzdem, das Schild ist very heftig. Und wenn wir das jetzt alles zusammennehmen, Schild very heftig,
Healing very heftig, etwas weniger Damage auf der Q und das Ganze jetzt mit einer stärkeren Passive. Ich kann euch callen, was passieren wird. Ich weiß nämlich, ich sehe in die Zukunft Bruiser Silas. Trinity Bruiser Silas. Du heilst dich viel, du gehst nicht kaputt und du hast mehr Schaden auf einen Spell, der deine Passive ist. Ja, das heißt, wenn Champions mit Passives viel Schaden machen, dann baut man die immer auf Tank. War bei Echo so, war bei Fizz so. Bruiser Silas it is, I call it now. Glaubt mir oder glaubt mir not. Yumi, die gute alte Katze, die wird etwas gebuffnerft, so ähnlich wie bei Silas. Das heißt, man gibt ihr erstmal 50 AP auf Stufe 1. Das ist an sich super viel. Die Frage ist nur, wie worth das ist, weil man ja meistens nicht angreifbar ist. Dafür nimmt man ihr aber dann andere Sachen weg. Das heißt, ihre Passive gibt weniger Mana und gibt ein schwächeres Schild. Und auch ihre W gibt jetzt weniger Stats. Das heißt, ihr gebt weniger Stats an euren Verbündeten, bekommt weniger Stats. Ihr werdet, sobald ihr im Dash von irgendeinem CC-Spell getroffen werdet, sofort wird der Dash abgebrochen. Ja, das heißt, ne, bei einem Slow kommt es ja immer noch rüber. Ist sofort abgebrochen. Das heißt, man hat ein bisschen mehr Counterplay gegen Yumi, gerade in den Dashes. Und weiter noch, wenn ihr einen Gegner angreift, wo eine Yumi drauf ist, bekommt ihr automatisch immer einen Assist auf Yumi. Das ist dafür gemacht, dass wenn ihr Yumi seid, ihr habt super wenig HP, ein Tower-Shot greift euch an, also der Tower mit einem Tower-Shot greift euch an, würde euch töten und dann könnt ihr zum Verbündeten gehen und dort im Frieden sterben. F. Amen. Naja, und jetzt könnt ihr quasi als ADK, der vielleicht genau daneben steht, einfach den Gegner angreifen, den Dude, falls ihr es nicht mehr schafft, Yumi anzugreifen, weil sie ja so schnell rüberdasht. Dann könnt ihr den Gegner angreifen, wo Yumi drauf ist und wenn sie dann dort stirbt, bekommt ihr einen Kill, Assist oder halt irgendwas auf Yumi. Finde ich definitiv okay, cool und fair, weil Yumi kriegt sie sowieso sehr, sehr schwierig in die Flossen. Dann kommen wir zu Zac, dem letzten Champion. Bei Zac ist es so, ihr kriegt erstmal ein bisschen mehr Damage auf seiner W. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, ne? Bei Zac muss man nach seinem Re-Rework, er wurde jetzt wieder zurückgereworked, gucken, dass er wieder in die richtige Richtung kommt. Und seine Ultimate, er knockt Gegner mit dieser weg. Die ist aktuell so, dass sie vom Herzen von Zac, ja, seine Mitte, sein Zentrum, vom Zacs Herz werden die Gegner weggenockt. Hat er ein Herz, ein grünes Glibberherz, ja? Das heißt, die Gegner werden von dort 400 Units weggenockt. Das Problem hierbei ist, manchmal wird Zac, je mehr HP er hat, ja wirklich groß. Er wird riesengroß. Und es ist aber trotzdem von seiner Mitte. Das heißt, wenn er 300 Units groß ist, dann landen die einfach vor ihm. Also sie werden nicht wirklich weggenockt. Das heißt, jetzt funktioniert es so, dass die Units dann wirklich komplett, es ist nicht mehr 400, sondern nur 250, aber wirklich 250 von seiner Außenwand, die Gegner weggenockt werden. Ja? Ist also definitiv ein Buff. Allerdings bekommt er jetzt nur noch einen Blob pro Ultimate-Sprung. Das heißt hier, ne, man macht hier ein bisschen dies, ein bisschen das. Ich weiß nicht, Zac muss ich jetzt nicht unbedingt in der Kluft haben, weil dieser Champion, der gankt halt auf allen möglichen Winkeln. Ich bin froh, dass es diese Zeiten gerade nicht gibt. Ihr kennt das ja noch, wenn der einfach von Warden gegen Zac kannst halt komplett vergessen, weil der durch irgendwelche Büsche und irgendwelche Ecken springt. Das ist schon richtig nervig. Und zu guter Letzt ein Item, und zwar die Corrupting Potion. Und wenn ich jetzt 100 Leute auf der Straße befragen würde und denen sagen würde, was findet ihr an der Corrupting Potion zu OP, dann würde wahrscheinlich niemand sagen den Damage, denn der ist wahrscheinlich definitiv nicht OP. Na, immer wenn ich so denke, komm, bitte, bitte stirb am Corrupting Potion Damage, das kannst du vergessen. Aber ist auch völlig egal, denn der Grund, warum dieser Damage genervt wird, ist, also man hat ja verschiedene Sachen probiert, ja. Es gab auch die Idee, dass man den HP-Wert der Flask reduziert oder Mana oder so Geschichten. Und das wäre richtig GG gewesen. Und sie wollen halt einfach das Item nerfen. Und so hat man den Weg gefunden, das Item zu nerfen, ohne jetzt den HP-Wert angehen zu müssen. Ich muss sagen, so langsam wird es wirklich schwierig. Ich mag die Flask, aber Daxil wurde genervt und Flask wurde jetzt genervt. Das heißt, gerade diese beiden Items, die gehen ja sehr, sehr gut zusammen. Und wenn beide genervt worden sind, dann haben wir den Double-Nerf. Und was kommt als nächstes? Was soll als nächstes passieren? Also ich weiß nicht, Flask ist bei mir jetzt schon mehr oder weniger fast komplett raus. Ich musste mich damals schon sehr, sehr schwer tun, die Flask überhaupt zu kaufen. Dann habe ich sie geliebt und jetzt geht sie wieder auf den Müll. Ab auf den Müll. Ein Hauch von Tö. Tschüss. Ja, das war es mit den Patch Notes. Ihr könnt mir gerne sagen, ob das diesmal too much Trollfaktor war. Ich habe es diesmal einfach, ich habe die ganzen One-Takes einfach drin gelassen. Ja, oft ist es so, dann nehme ich auf und wenn es mir nicht gefällt, wenn ich einfach nur so sage, so, dann mache ich sofort neu. Ne, und jetzt habe ich den ganzen Scheiß halt mal drin gelassen. Falls ihr das jetzt mal raushaben wollt, dann sagt es einfach. Oder falls ihr es ein bisschen seriöser haben wollt oder falls ihr eine Pommes haben wollt. Ich wünsche euch was, bei letzterem kann ich euch leider nicht helfen. Auf Wiedersehen, aber ihr könnt es trotzdem sagen. Und tschüss. Also, dass ihr eine Pommes wollt.